mir bist. Meine Liebe, mein Lieber, meine Lieben. Ich wollte mal ein kleines Video machen mit so random Stuff, was ich mir gekauft habe, Lebensmittel. Und ja, das ist aber mehr so Sachen, nicht für den täglichen Verzehr, sondern ja, damit mal wieder die Vorräte so ein bisschen gefüllt sind. Ist querbeet. Zeige ich euch mal. Und ist schon auch wieder einiges bei für ein bisschen so Adventskalender füllen und so weiter. Ich habe wieder so ein, ja, komisches Licht. Hier ist mein Schatten. Naja, ist egal. Alles gut. Ich würde sagen, ihr macht es euch bequem und gemütlich. Und dann geht's auch schon los, oder? Wenn ihr wollt, könnt ihr mir gerne einen Kommentar da lassen oder ein Abo, wenn ihr noch nicht habt. Würde ich mich wie immer freuen. Und ja, ich lege einfach mal los. Bei manchen Sachen muss ich auch die Brille aufhaben, weil ich doch nicht mehr so gut gucken kann ohne. Gucken schon, aber lesen nicht. Ich habe mir einmal Knorr, alles unbezahlte Werbung, alles selbst gekauft. Manchmal müssen es auch Tüten sein. Ist noch ganz normale Tomatencremesuppe. Natürlich ist, wenn man es selber macht, immer am besten. Ja. Aber im Winter isst man auch wieder mehr Suppen, ne? Ich liebe auch die Kürbiscremesuppe. Wobei sie da jetzt schon mehrfach die Rezeptur verändert haben und jetzt da so Stücke drin sind. Die allererste Version von der Kürbiscremesuppe war die beste. Die verbesserte Rezeptur schmeckt mir nicht mehr so gut, muss ich sagen. So. Dann haben wir mal, das ist zwar so für, ja, für Babys ab dem vierten Monat, aber was Babys essen dürfen, ist ja für uns auch gut. Und zwar ist das ein Getreidebrei Mais-Karotte. Das fand ich mal ganz interessant irgendwie. Wenn es mal schnell gehen soll oder es eigentlich so gut geht. Da eine gebratene Bockwurst zu oder Bratwurst oder Fischstäbchen oder nur Spiegelei oder nur ein bisschen Gemüse. Ich fand die Kombination ganz gut von Karotte und Mais. Da geht's. Das sind Ziegi marinierte Nüsse, Honey Mustard, also Honigsenf. So was nehme ich auch immer gerne mit, wenn ich zu meinen Eltern gehe. Honigsenf mag ich sehr gern.
so die Mischung. Diese Teile, die sind so lecker. Von Santis Nussbeeriegel. Die gibt es auch noch mit weißer Schokolade. Aber ich mag die am liebsten. Dann haben wir von Mövenpick eine Marmelade, weniger Zucker, Erdbeere. Also wie gesagt, das ist, sind alles so mehr Sachen für einen Vorratsschrank, ne? Keine frischen Sachen in dem Sinne. Was haben wir noch? Die wollte ich mal probieren. Die sollen ganz gut sein. Sowas kaufe ich auch immer, nehme ich dann mal immer mal mit, wenn ich bei meinen Eltern bin. Und wir Kaffee trinken. Ja, nehme ich dann immer mit. Denn man möchte ja auch nicht immer sich umsonst dadurch essen. Ne? Die gleiche Sorte haben wir auch nochmal hier. Hiervon, da habe ich aber gleich ein Sechserpack von Valensina Fruities, Valensina Fruits. Das ist Apfel, Kirsche, Trauben und Aronia Hagebutte. Das ist plus Eisen für die Blutbildung. Kennt ihr diesen Saft schon? Den wollte ich mal ausprobieren. Habe ich auch für meine Eltern auch gekauft. Dann, ja, wie gesagt, für einen Vorratsschrank, ne? Damit da mal was ist, wenn man sich mal nicht so wohl fühlt und es auch mal schnell gehen soll. Dann habe ich, das fand ich total interessant, weil den kannte ich noch nicht. Und zwar ist das Apfelmus, Apfelschwarze Johannisbeere. Klingt interessant, ne? Kann ich mir auch über einen Milchreis hauen, wenn ich denn will. Kannte ich noch nicht. Das Komische ist, ich mag Johannisbeeren nicht so gern frisch vom Baum. Haben wir ja auch im Garten, rote und schwarze. Aber ich mag Johannisbeersaft total gerne. Gibt es ja manchmal zu kaufen. Und deshalb habe ich gedacht, könnte eventuell mir dieser Mousse auch schmecken. Was haben wir noch?
Das ist die Tamari Soy Sauce. Das ist Sojasauce, ne? Ja. Ja, das ist halt, wie gesagt, alles so ein bisschen random stuff, was im Vorratsschrank so reinkommt. Hier auch nochmal ein Tomatenketchup mit weniger als 1 Gramm Zucker. Das ist nicht für mich, aber es sind Mozartkugeln mit Alpenmilch und Apfel. Mögt ihr Marzipan? Ich bin kein Marzipan-Fan. Aber die schwedische Prinzessinnen-Torte, wo oben dieses Fondant, also Marzipan ist, die esse ich. Aber sonst so bin ich kein Marzipan-Fan, mag ich nicht. Ich bin eher die Nougat-Fraktion. Das ist für meine Eltern. Dann habe ich mal Knuspererbsen mitgenommen. Sweet Chili. 60% weniger Fett. Chips, Erbsenchips und sowas, da traue ich mich irgendwie überhaupt nicht ran. Oder Erbsen, Sojamilch, Erbsenbasis oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, da sagt mein Gehirn irgendwie nein. Bei diesen Knuspererbsen kann ich tatsächlich mal eine Ausnahme machen und die mal probieren. Sweet Chili Geschmack mag ich eigentlich auch sehr gerne. Was haben wir noch? Ach, das war's eigentlich auch schon. Nochmal so eine Tomatensuppe. Kokoschips. Die nehme ich tatsächlich immer, wenn ich irgendwie Muffins oder sowas oder Kekse backe. Da streue ich dann gerne mal so ein bisschen was drüber zum Garnieren oder Kuchen. So pur essen tue ich die nicht. Thank you.
Ja, ist hier nochmal ein Ketchup. 67% weniger Zucker. Und Tomate. Ketchup. Wisst ihr, dass ich früher mal total Tomaten-Ketchup-süchtig war? Ich habe überall Ketchup drauf gemacht. Also auch auf Pizza und keine Ahnung, es ging gar nicht über, nichts ohne Ketchup. Da wurde ich dann damals im Schwesternheim auch getauft und habe so eine Urkunde bekommen. Ich weiß nicht mehr, Ina Ketchup, ja, oder weiß ich nicht, muss ich mal gucken, ob ich die noch finde. Aber mittlerweile mache ich mir keinen Ketchup mehr extra noch auf Pizza rauf und versuche Ketchup auch immer so ein bisschen so zwischendurch mal zu kaufen, wo weniger Zucker drin ist. Ja. Und dann habe ich noch von diesen Pop-Tarts zwei Dinger. Die sind auch immer gut zu haben. Die sind aber ein bisschen teurer. Aber sind auch viele Sachen drin. Das ist immer ein Doppelpack. Und die sind natürlich wie alles, was aus den USA kommt, extrem süß. Die macht man sich im Toaster. Kann man aber auch im Backofen, aber ganz minimal, in nur 1-2 Minuten oder so. Und wenn du mal einen schönen Tee oder einen Cappuccino oder so da trinkst und eine ganz so eine Kleinigkeit nur möchtest, dann finde ich das immer sehr ideal. Gibt es auch in verschiedenen Sorten. Ich habe auch schon verschiedene Sorten gehabt. Sehr süß, einer reicht. Aber das ist okay, wenn man das mal da hat, hat man immer schnell mal eine Kleinigkeit, die man anbieten kann. Ist mal was anderes, was Besonderes. Der Kern ist flüssig. Und ja, habe ich schon mehrere Sorten probiert. Kennt ihr diese Pop-Tarts auch? Da habe ich jetzt auch noch mal zwei Packungen gekauft und ach, wir haben ja noch mehr. Diesen Tassenpudding geht auch immer. Aber sowas mache ich auch gerne in den Adventskalender rein. Welches gar nicht so ein Pudding. Solche Riegel habe ich einige von. Die isst meine Mom ganz gerne mal zum Kaffee. Oder in der Nacht muss sie manchmal was essen, weil sie da irgendwie Magenschmerzen hat. Dann beißt sie hiervon ein, zweimal ab. Ja. Cappuccino Salted Caramel, also Eiskaffee, gesalzene Karamell.
Habe ich für meine Mama auch gekauft. Haben wir auch schon probiert, kalt. Schmeckt gut. Aber wir haben auch ausgetestet, nur weil da Eiskaffee draufsteht, heißt das nicht, dass man das auch mit warmem Wasser aufgießen könnte, kann. Kann man nämlich sehr wohl und schmeckt auch gut. Ja, dann habe ich auch noch eine ganz normale Sorte, Klassik-Variante, Frozen Cappuccino, also Eiskaffee. Ja. Habe ich auch für meine Mama gekauft. Für meinen Papa natürlich auch. Aber der trinkt lieber Kaffee wie Cappuccino. Gesagt, das ist viel random stuff mehr für den Vorratsschrank und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und vielleicht kennt ihr ja auch ein paar Produkte davon und könnt mir sagen, wie ihr die findet. Auf die Muffins bin ich gespannt, die habe ich, wie gesagt, auch für meine Eltern. Das muss ja nicht immer ein großer, also ein großes Stück Kuchen oder ein großes Stück Torte sein. Also es reicht auch irgendwie mal ein Käffchen mit einem Keks oder mit so einem kleinen Muffin. Ne? Ja, das war mein Video. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns bald wieder in meinem nächsten Video sehen oder ihr schaut euch ältere Videos an. Ja, macht's gut, passt auf euch auf, bleibt gesund, seid lieb zueinander, bleibt gesund oder werdet gesund, passt auf euch auf, seid lieb zueinander. Bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt, Welcome back to my channel, ASMR Emotions Ina. Bye bye. Ciao, ciao, meine Lieben. Ciao.